Edna, die lernt einfach nie dazu. Was? Willkommen zurück hier zum Spiel Let's Play Zurück in die Zukunft. Ja, Episode 5 immer noch und wir sind hier jetzt im Jahre 1876. Um die junge Edna Strickland durch die Zeit gereist ist, wir, daran zu hindern, dass sie den Saloon abfacken, damit auch ganz Hill Valley. Okay. Es gefiel mir besser an der Tür des Plumsklos. Gut zu wissen. Ich sollte besser nicht zu nah ran. Ja, Gesundheit. Kann ich irgendwo oben entlang? Ich sollte besser nicht zu nah ran. Also nicht. Okay, wir müssen trotzdem vorne irgendwie rein. Kann ich irgendwie hier vielleicht hoch oder so etwas? Nö, so wirklich ist smart ist scheinbar nicht oder nicht mehr, wie auch immer. Hey, wie soll ich denn? Edna, warte! Ich bin es doch nur! Mr. Sagan, was machen Sie denn hier? Genau das wollte ich Sie auch gerade fragen, Miss Pickford. Ist das nicht offensichtlich? Ich werde Ihrer Lasterhöhle jetzt ein Ende setzen. Das glaube ich nicht, Mary. Ich schieße ungern auf Frauen, aber niemand beraubt Borgard B. Ten in seiner Haupteinnahmequelle. Cannon, halt! Wenn Sie schießen, lässt sie die Fackel fallen und alles geht in Flammen auf! Edna, halt! Lässt du die Fackel fallen, erschießt er uns. Offenbar befinden wir uns in einer Sackgasse, Mr. Tannen. Es gibt wohl keinen Ausweg, außer irgendjemand schafft es, euch beide gleichzeitig zu entwaffnen. Wie zur Hölle soll ich das denn hinkriegen? Naja, Marty, wir können die ganz andere Sache darstellen, wa? Der Kronleuchter ist direkt über ihren Köpfen. Der könnte noch nützlich werden. Jo, finde ich auch. Hier komme ich nicht durch. Wenn ich hier wieder rausgehe, ist halt die Frage, wohin genau, wa? Vielleicht hinten herum? Okay, wie ist er montiert? Vor allem die Frage ist halt, woran festgemacht, wa? Der Kronleuchter ist direkt über ihren Köpfen. Der könnte noch nützlich werden. Ja, sage ich ja. Er ist genau über seinem Kopf, aber ich kann ihn nicht ausnocken, solange Edna noch die Fackel hält. Vielleicht finden wir eine friedlichere Lösung, Mr. Tannen. Sollst du selbst noch drauf? Okay. Reicht noch nicht. Da muss er wieder runter. Mann, leicht ist er nicht gerade. Okay, lassen wir das. Nein, Martin, ihr wollt, dass du rausgehst. Komm schon. Gut, mein Junge, gut. In 100 Jahren wird Hill Valley... Salzlake, hä? Das sollte ziemlich nützlich fürs Fackellöschen sein. Das ist zu schwer zum Heben. Aber ich habe sonst eigentlich nichts dabei, wa? Hat die Rausnehmung dann noch besser? Man fragt sich, was wohl da drin ist. Nein, halt, Ruhe! Was zur Hölle? Oh Mist, da gehen alle meine eingelegten Schweinefüße dahin. Böh. Eigentlich ein Schweinefüße. Ich meine, klar, ich esse ja auch gerne Fleisch und so, aber da geht's. Bleh. Da kommt sogar mir die Galle hoch. So, jetzt aber. Nach unten.
Die Fackel wird offenbar langsam schwächer, Miss Pickford. Sie ist immer noch heiß genug, um dieses bisschen Gomorra abzubrennen, Tanner. So, anstelle von uns natürlich. In Ordnung mit Physik. Natürlich! Physikalisches Wunder. Ja, gerade auch noch. Jetzt bitte mal darüber. Marty. Hä? Verarschen? Junge, geh darüber, da vorne ist es doch! Okay, mach's ein bisschen umständlicher. Was war das für ein Geräusch? Welches Geräusch? Ich habe nichts gehört. Ja. Ist noch ganz optimal, war. Wie zum Hängen komme ich jetzt darüber? Da draufschmeißen, war. Ich weiß nicht, was dann passiert. Mary Pickford? Erzähl mir nicht, dass du nicht und... Da ist ein Sandsack direkt über Tennants Kopf. Was könnte ich auf Ednas Fackel fallen lassen? Ja, das Teil sehe ich auch ein, aber ich muss doch das irgendwie darüber bringen. Nun gut, ich könnte natürlich theoretisch, aber das wird ein bisschen schwieriger werden. Mich das wohl getan habe. Ja. Kannst du die noch irgendwie bearbeiten? Ich würde einen Weg nehmen, irgendwie nicht mehr, war. Scheiße. Warum ich das wohl getan habe? Weil dein dämlicher Let's Player das irgendwie für sinnvoll achtete. Toll, weil wir kommen sind natürlich nicht mehr hoch hier. Ich dachte, ich könnte wieder ein paar Sandsäcke runternehmen, mich selber hochschaffieren. Naja. Haben wir noch ihn etwas? Das ist aber ein schicker Kronleucht. Okay, echt Glück gehabt. Nicht mehr lange. Wir werden sehen. Ja, und das soll funktionieren, Martin. Bin ich mal gespannt, ey. Oh Mann, ey, das Spiel. Die Tennants und Edna, obwohl die Tennants hier ein bisschen... Lavaschig drauf sind, aber dann sind im Film ein bisschen besser. Naja. Da muss ja ein bisschen abwechslungsreich sein, war. So, jetzt mal versuchen. Alles an Ort und Stelle. Zeit loszulegen. Los. Irgendwelche letzten Worte? Wir sehen uns in der Hölle, Tannen. Ladies first. Na los, du Verdammter. Ha! Was zum Geier? Zur Hölle bist du denn? Ich bin die Ablenkung, Blödmann. Guter Schlag, Doc. Gar nicht übel, Doc. Erzähl's Clara nicht. Sie meinen, Schlägereien wären ein schlechtes Beispiel für die Jungs. Wo ist Edna? Doc, sie ist weg. Edna's DeLorean. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie 140 Stundenkilometer erreicht. Na los! Oh mein Gott, schon wieder. Okay, Edna, mach dir keine Sorgen. Du bist eine kluge Frau mit einem starken moralischen Kompass. Du musst dich nur irgendwie hier raus. Oh Mist! Was tut sie? Ich glaube, sie überschüttet uns mit Euphemismen. Zum Glück ist die Straße aus dem Hill Valley von 1875 noch ziemlich holprig. Unwahrscheinlich, dass sie in nächster Zeit auf 140 Stundenkilometer beschleunigen kann. Wie können wir sie aufhalten? Gute Frage. Wir dürfen sie nicht verletzen oder das Fahrzeug beschädigen, um die Zeitachse nicht noch weiter zu verschieben. Zum Glück haben mich all diese Diagnoseleuchten, die mein anderes Ich in den DeLorean eingebaut hat, auf eine Idee gebracht. Hier, nimm die. Was ist das? Flugsynchronisationsmodule. Wie funktionieren die? Normalerweise verwende ich sie zu Wartungszwecken. Aber wir können sie vielleicht auch dazu verwenden, sie mit den anderen Diagnosemodulen des DeLorean zu synchronisieren. Und so versuchen, beide Zeitleitungen zu verbinden und das Zeitziel des anderen DeLorean außer Kraft zu setzen. Zumindest in der Theorie. Das ist ein großartiger Plan, denke ich. Und
Das Beste, wir müssen die Module nicht einmal an den Rahmen schweißen. Du kannst sie einfach über den Diagnoseleuchten anbringen. Moment mal, Doc. Sie wollen, dass ich da runtergehe? Wie zum Geier soll ich das schaffen? Gute Frage. Lass mich nachdenken. Aha! Ein Hoverboard! Es hat uns schon ein paar Mal die Haut gerettet. Schien also ein geeignetes Hilfsmittel für diese Aufgabe zu sein. Klasse. Das Hoverboard! Das Hoverboard! Naja, ob das dieses Jahr noch was wird, Freunde? Hm? 2015 während des Jahres Hoverboards, aber naja. Alles in Ordnung? Das ist wie Fahrradfahren. Bist du für den Sprung bereit? Fertig, Doc. 1, 2, 3, spring! Oh. Gut gemacht, Marty. Wie ist der Funkempfang? Super. Woher haben Sie die? Aus Burns Sammlung von Videospielkonsolen aus dem 21. Jahrhundert. Denk dran. Du musst nur die Flux-Sync-Module an die Diagnoseleuchten anschließen. Geht klar, Doc. Alles klaro. Ja, ist mal ganz nett, war die ganzen Zeitachsen da irgendwie synchronisieren miteinander, von wegen Hoverboard und so. Also, irgendwie ist der Doc doch wieder der Alte, auch wegen Clara, aber. Also, sprich, der Doc aus Zeitachse A war, wegen Clara und seinen Kindern. Andererseits, dann wieder wegen Edna und so, ist auch wieder der Doc und wir kennen aus Zeitachse F. Also, das Ganze schon noch ein bisschen verwirrend. Was Zeitachse ist? Ich habe keine Ahnung mehr, Freunde, habe irgendwann mal einen Überblick verloren. Aber gut, wird Zeit, dass wir mal ein paar anbringen. Ich komme von hier aus nicht ran. Du musst einfach nur aufs Dach klettern. Einfach sagt er. Es ist abgeschlossen. Mr. Fusion, soll ich ihn deaktivieren? Lass ihn. Atomreaktoren lässt man am besten in Ruhe. Ja, auch 2015 war. Gibt's so etwas schon in Mr. Fusion? Oh Mann, ey. Es ist abgeschlossen. Und nach vorne. Weg, weg hier. Ach, Edna, du gehst mir auf den Zeiger. Also ganz ehrlich, Freunde, falls es noch ein weiteres Spiel von in Zukunft geben sollte, bitte nicht mal Edna. Ist das da der rechte Flux-Emitter? Ja, jetzt steck einen Flux-Sync rein. Okay. In Ordnung. Gut gemacht. Und jetzt richte den Sync auf die Empfangsschüssel. Ich versuch's, aber hier draußen holpert es ganz schön. Auch in der Mitte, das war echt doof. Synchronsprecher immer. Ja, deswegen, Freunde, du darfst echt nur eigentlich überhaupt nicht bewegen. So extrem sensibel das Ganze. Mann, ey! Es ist also nur so, Maus hin und her bewegen, aber stimmt gar nicht. Mach nur ganz kleine Millimeterbewegungen und das ist schon zu viel. Mann, ey. Kann ich die Pfeiltasten benutzen? Ja, okay. Nee, so im Maus geht das echt nicht. Das ist so mies gemacht hier. Sync geschafft. Jetzt noch zwei. Okidoki.
Okay, jetzt sehen sie uns da nicht mehr. Und das ist ja schon Hilfe. Nicht durch die Flammen. Sie könnten radioaktiv sein. Ich fahre auch nicht gern durch normale Flammen. Gute Arbeit, Marty. Wie immer, Doc, wie immer. So, jetzt kommen wir auf die Seite. Denn bei ihr ist der Seitenspiegel kaputt gegangen. Also Rückspiegel von mir aus. Stimmt gar nicht, wer innen dran. Egal. Geschafft. Spitze. Jetzt sollten wir das Flux und Modul anbringen, bevor sie uns das Leben schwer macht. Hat sie es uns etwa bisher leicht gemacht? Ich wollte gerade sagen, wir sind doch schon bei Episode 5. Ja, jetzt steckt ein Flux-Sync rein. Und sonst, wenn der andere rechts war, muss er an Marty. Also teilweise sind seine Fragen schon. Versuchen wir es, Doc. Wow. Perfekt. Und jetzt richte den Flugsync auf die Empfangsschüssel auf meinem DeLorean. Bin dabei. Empfangsschüssel, geschafft. So, was macht die Maus hier? Ne, ist ihm noch so mühsam. Es lebe die Pfeiltasten. Müssen wir auch ein bisschen warten, Leute. Die alte spinnt doch! Gleich haben wir es geschafft, Marty! Nur noch ein Flugsync! Runter von meinem Auto, Rabauke! Vergiss es! Es ist abgeschlossen! Ist das ein Flux-Emitter? Ja, jetzt steck einen Flugsync rein! Festhalten. Nö, geht auch nichts. Es ist einer der Flux. Ja, Es ist abgeschlossen. Kann noch einen Scheibenwisch, aber. Ich weiß nicht, was dann passiert. Gehst bitte mal auf die andere Seite. Ich glaube, das war damals auch so, was wir das über die Seite machen mussten. Abgeschlossen. Es ist abgeschlossen. Schauen wir doch nichts. Wir können natürlich mal, okay, versuchen. So wie zuvor schon mal, das sind wir auch. Haben es auch so irgendwie geschafft, wa? Marty! Mir geht's gut. Mir geht. Was ist zu viel oder geht das echt nicht mehr? Vorsicht, Marty! Keine Sorge, ich schaff das. Okay, geht echt nicht mehr. Gut, kein Problem, versuchen wir die andere Seite. Also, wir haben schon alles versucht, war von dem her. Wie lange auf die Straße ist. Hallo, Edna! Dämlicher Bitch! Das Fenster ist offen, sehe ich auch ein, aber was bringt mir das? Ist dir gut? Nicht wirklich. Ich komme nicht ran, wenn das Fenster zu ist. Was? Halt an! Nein! Doof, doof, doof. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich weiß nicht, was dann passiert. No. Du bist in großer Gefahr. Du auch. Jetzt wird's doch. Hervorragend, Marty. Jetzt, wo du auf dem DeLorean bist, kannst du einen Flugsync an den Projektor Flux Emitter anbringen. Super, Doc. Versuchen wir's.
Der letzte Freund, nachher wird's richtig, richtig geil. Ha, gut gemacht. Und jetzt richte den Sync auf die Empfangsschüssel. Das war's eigentlich drei, frag mich gerade. Wow. Mit Maus, wa? Nee, keine Chance. Es ist geschafft. Das war's. Und jetzt raus da, Marty. Und jetzt? Jetzt übernehmen Sie die Kontrolle über Edna DeLorean mit den Flugsynchronisatoren und... Das ist komisch. Was? Laut dieser Anzeige verringert sich die zeitliche Kohäsion von Edna DeLorean verdächtig schnell. Auf Deutsch, Doc. Wir müssen meine Edna nach Hause bringen. Jetzt! Autsch. Das gibt eine Beule. Trotz Airbag. Parker? Dann bin ich zurück? Wären Sie so freundlich, mir zu verraten, welcher Tag heute ist? Es ist der Tag, an dem ich Sie wegen Brandstiftung, Widerstand gegen die Staatsgewalt und Nerverei verhafte. Was? Nein, Sie können mich nicht verhaften. Ich bin gerade erst aus dem letzten Jahrhundert zurück. Sieh mal einer an, Edna Strickland, stockbetrunken. Ich bin nicht betrunken, Sie Schurke. Ich bin eine Zeitreisende. Natürlich, klar. Das gefällt mir. Ich beweise es Ihnen. Kommen Sie mit mir mit. Wir können den ganzen Tag nochmal erleben. Wir können alles reparieren. Wir können damit beginnen, Sie auszunüchtern. Los, ab aufs Revier. Kannst ja mit mir abhauen, Püppchen. Hier sterbe ich. Halt! Lass mich los, du Idiot! Tja, ich denke, das war's für Edna. Ja, schätze ich auch. Wer immer gesagt hat, die Zeit heilt alle Wunden, wusste nichts über Zeitreisen. Was machen wir mit dem DeLorean? Wir müssen gar nichts machen. Seitdem wir die Zeitleitungen synchronisiert haben, hat sich der Zeitzusammenbruch in Ednas DeLorean exponentiell beschleunigt. Laut meinen Berechnungen sollte die Zeitachse ihn einholen. 5, 4, 3, 2, 1, jetzt! Was zum Geier? Hey, Parker, das glauben Sie nicht! Was habe ich gesagt? Und jetzt weg aus 1931? Halt doch, die Zeitachse ist noch nicht wieder ganz... Sehen Sie! Michael, du hast das schöne Feuerwerk auf der Expo verpasst. Ja, hab ich auch gehört. Pass auf, es gibt da ein Gerücht über euch beiden. Ich glaube, wir müssen es aufdecken. Tada! Artie war mit mir gestern in Reno. In Hill Valley bleibt nichts geheim. Und? Was ist? Gratulierst du uns jetzt oder nicht? Dann ist es wahr. Mein Großvater hat die falsche Großmutter geheiratet. Ich bin erledigt. Hey, alles in Ordnung? Du siehst nicht gerade gut aus. Das ist nicht richtig, sie ist die Falsche, du bist so jung. Ja, tolle Sache zu machen. Trixie Trotter statt Sylvia, naja, gut. Marty, das kannst du nicht machen. Du darfst doch erst in 5 Jahren heiraten. Tja, ich weiß, Trixie und ich sind die Dinge langsam angegangen. Aber nachdem diese Hexe Edna mich mit dieser Postkarte hat feuern lassen, haben wir die Dinge ein wenig beschleunigt. Die Postkarte? Oh Mann. Das ist einfach nicht richtig. Also, ich weiß, dass man eine Kanadierin nicht wegen der Arbeitserlaubnis heiraten sollte. Aber manchmal muss man für einen Menschen, den man liebt, einfach Ist er nicht allerlieb?
werde ich langsam durchsichtig? Nein, ich werde wohl nie aus dir schlau. Ich dachte, du freust dich für... Du verstehst das nicht. Du sollst doch Sylvia Miskin heiraten. Aber ich habe Sylvia Miskin geheiratet. Was? Dachtest du, Trixie Trotter sei mein richtiger Name? Genier dich nicht. Für mich war es auch eine Überraschung. Warte mal, du bist Oma Sylvie? Oma? Für wie alt hältst du mich eigentlich, Junge? Aber du bist so... so schlank und blond. Und... Ja, weißt schon du, faszinierend, was ein... Oh Gott, ich habe dich nackt gesehen. Du bist... Sylvia? Alles okay, Kumpel? Ja, mir geht's gut. Super. Und ihr fahrt jetzt schön in die Flitterwochen, ihr zwei. Und mach dir keine Sorgen um deinen Vater, Arti. Ich bin mir sicher, er kommt klar. Komm klar? Womit? Mit der Hochzeit. Da in der Highschool warst du irgendwie echt sauer deswegen. Das war, bevor ich sie gesehen habe. Außerdem, wie schon mein alter Herr Seamus zu sagen pflegte, es hat keinen Zweck, sich über etwas aufzuregen, an dem man nichts... Und mal ehrlich, jetzt, da ich sie kennengelernt habe, kann ich mir keine bessere Schwiegertochter wünschen als die Liebreiz... Oh, vielen Dank, Dad! Und du, Fremder, es wäre nett, wenn du deine Nase nicht mehr in die Familienangelegenheiten... Es war mir ein Vergnügen, Agent Corleone. Wir sehen uns irgendwann, Mikey. Okidoki. Mach's gut, Oma. Weißt du, damals, 1931, habe ich ein paar Bilder von Trixie gemacht. Sie sprechen hier von meiner Großmutter. Da sind wir zurück im guten alten 1986. 14. Mai? 15. Wir sollten eine kleine Verzögerung einbauen, das verschafft dir mehr Zeit. Der Verkauf Ihres Besitzes ist noch voll im Gange. Wollen Sie nicht noch bleiben, Doc? Sie müssen die Bank davon abhalten, Ihr Zeug zu verkaufen. Was erzählst du da? Verkauf meines Besitzes? Bank? Ich bin noch nicht tot, Marty. Ich halte hier mit Clara nur einen Garagenflohmarkt. Garagenflohmarkt? Sie meinen... Marty, du bist zurück von deiner Reise. Hallo, Doc. Verkauf der Familienschätze, was? Nicht ganz, aber ich hoffe, sie finden etwas Schönes. Da wir gerade davon reden, hast du gefunden, was du gesucht hast? Ja, aber natürlich. Großartig. Sind das Bücher von Asimov? Damit ich das richtig verstehe, sie leben jetzt hier? Im Jahr 1986? Aber natürlich. Claire und ich wollen zeitweise hier leben. War das nicht der Fall, als du abgereist bist? Nein. Merkwürdig. Ich kann mir nicht vorstellen, nicht hier zu sein. Aber ich muss jetzt die Stiftung meines Vaters leiten. Wenn ich nicht hier bin, wer präsentiert dann das jährliche Erhard Braun-Stipendium für junge Wissenschaftler? Was ist daran so lustig? Das erkläre ich später. Was ist daran so lustig, sich um das Erbe seiner Familie zu kümmern? Oh, beinahe hätte ich es vergessen. Ich habe etwas für dich. Oh Mann, die ganzen Zeitreisen, ey. Glückwunsch zum Abschluss. Abschluss? Aber der ist erst... Die McFlys von Hill Valley. Eine sehr ausführliche Zusammenfassung der Geschichte deiner Familie. Von deinem Ur-Ur-Großvater Seamus bis heute. Sie sind durch die Zeit gereist, um das zu schreiben? Nun, die meiste Forschung erfolgte auf traditionellem Wege. Aber deine Großmutter Sylvia war eine geheimnisvolle Frau. Deshalb sind sie ins Jahr 1931 gereist, um sie zu suchen. Genau. Wer hätte ahnen können, dass sie in einer illegalen Bar unter anderem Namen singt? Doc, das ist großartig. Danke. Das Mindeste, was ich für den Mann tun konnte, der mich vor dem größten Fehler meines Lebens bewahrt hat. Juhu! Dr. Brown! Oh nein! Edna? Einy! Was geht hier vor? Und was machst du mit meinem Hund? Na, was wohl? Das, was ich jeden Nachmittag mache, du Dummerchen! Ihm den nötigen Auslauf geben! Nicht wahr, Einstein? Hä? Hey, Liebes, wir sind spät dran für unseren Termin. Ich komme, Schatz! Oh, Mr. McFly, haben Sie meinen Stiefsohn irgendwo gesehen? Biff, ich glaube, du kommst zu spät zu deiner Verabredung. Oh, Gott. Das stimmt, Mr. McFly.
Hi, Marty. Sind Sie nicht ein nettes Paar? Man würde nie vermuten, dass Sie sich aus dem Gefängnis kennen. Ach, du Scheibenkleister. Ruhe jetzt. Wir gehen einfach ins Labor und hoffen, dass dort keine weiteren Überraschungen warten. Ja, besser wär's. Noch einer? Doc! Marty, was machst du denn hier? Sie müssen mit mir mitkommen. Zurück in die Zukunft. Marty, du kannst nicht hier sein. Wenn dein jüngeres Ich dich sieht, hätte das katastrophale Folgen. Mein jüngeres Ich? Oh, richtig. Bring ihn mit. Das geht uns alle an. Was meinen Sie? Passiert irgendwas mit uns? Werden wir zu Fieslingen oder sowas? Nein, uns geht's gut. Aber unsere Urenkel, sie sind... Was zum Geier? Rundgütiger. Blau, schick. Doc, Sie müssen mit mir zurückkommen. Zurück in die... Hören Sie nicht auf ihn, Doc. Sie müssen mir helfen, wenn Sie Jennifer und unsere 12 Kinder retten Was? Wollen. Diese Zeitachse wurde vor 5 Sprüngen überschrieben. Doc, wie können 2 weitere meiner Ichs hier sein? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich müsste das Raumzeitkontinuum genau jetzt wie ein billiges Geschirrtuch zerreißen. Das ist es schon. Was mein teuflisches Ich und ich selbst sagen wollen, ist, dass die Zukunft Kopf steht. Sie müssen mich begleiten, um sie zu retten. Nein, mich! Endlich treffen wir uns. Ihr habt meine Zeitachse einmal zu oft manipuliert. Was ist los, Doc? Nun, offenbar haben wir hier ein Problem. Oder 3. Ja, Doc, aber wer ist mein wahres Ich? Ist das nicht klar, Marty? Also los. Gleich werdet ihr ausgelöscht. Moment, Doc. Was ist mit dem Raumzeitkontinuum? Ja, was ist mit meiner Zukunft? Und meiner? Zukunft kann warten. Wir müssen uns um die Gegenwart kümmern. Wohin jetzt, Doc? Mr. McFly? Beeindrucken Sie mich. Und damit zurück in die, Gegenwart. Keine Ahnung, Mann. Ja, Freunde, das war das Spiel zu Zurück in die Zukunft, The Game. Die 5 Episoden in genau 25 Parts, wie es aussieht. Okay, bin ich selber überrascht. Ich meine, ihr habt es so ursprünglich dran gepeilt, aber am Schluss nicht mehr so dran gedacht. Oh Mann, ey, das Spiel, die ganzen Zeitachsen und so weiter und so fort. Was soll man dazu sagen? Das erste Mal vom reinen optischen her kann man durchaus sagen, das Spiel hat was für sich. Ich meine, es ist ein bisschen Comic-Look und so, aber... Ja, nee, war durchaus annehmend und so, kann man durchaus so zocken, kein Problem. Soundtechnisch war es sowieso eingefallen. Dann halt, wenn halt die typischen Soundgeräusche kamen, so Soundclips, wie sie halt aus Zurück in Zukunft kennen, war es sowieso episch. Von dem her einfach nur ein geiles Spiel. Gut, ein bisschen kurz, trotz allem 5 Episoden und so. Okay, wir kennen sie bereits, oder zumindest einen Teil erkannte ich deswegen. Also ich würde schon sagen, jemand, der es halt blind sollte noch nie gezockt und so, der braucht schon. Oder 10 Stunden etwa. Gut, ja, gib wieder auf. Egal, also doch, trotz allem, nettes Intermezzo fangen natürlich für diejenigen, die sowieso die Trilogie kennen und so, muss man echt sagen, die werden hier in diesem Spiel doch ihre Freude finden, wie es mir jetzt auch schon zum zweiten Mal so war. Ja, kommen wir auch schon natürlich zum eigentlichen Thema, zum Zukunft, die Haupthandlung. Ich meine, okay, Tennant hat auch ein bisschen was zu tun. Edna war jetzt eine große neue Person. Naja, Anfang sind noch gut, das.
Frage, die sich uns stellt, und vielleicht die anderen noch wegen Entna. Am Schluss von Episode 5, am Anfang von Episode 5, Episode 5 natürlich, ist sie jetzt zurückgereist, war nach 1835. Vernichtet, und wo sind die? Weil wenn die natürlich ausgelöscht wäre, also Zeitlinien wäre, dann die ältere auch ausgelöscht. Also, da kann durchaus sagen, ein paar Zeitlogikfehler hat es trotz allem noch. Aber gut, ich meine, trotz allem großen Ganzen war es sicher nicht spannend. Und vor allem, wie ich doch hoffe, sehr, sehr unterhaltsam. Fortsetzung folgt. Ja, darauf warte ich immer noch. Also so in Zukunft Teil 5 wäre schon geil. Als Film eher weniger, müsste schon wieder ein Spiel sein, weil die Filmcharaktere, mein, der Doc lebt gar nicht mehr im Real Life, und Marty McFly, also sprich Michael J. Fox, der lebt zwar noch, aber der ist auch schwer an Parkinson erkrankt und ist auch nicht mehr der Jüngste, also dem her noch ein Spiel oder so, Teil 5 wäre echt geil. Ja, hoffen wir mal, daraus wird noch was, irgendwann in naher Zukunft. Ja, die Frage natürlich, wann soll das Ganze wieder Let's Playen und so? Natürlich jetzt dieses Jahr vor allem lustig wegen 2015 oder Hoverboard und so Geschichte, deswegen wollte ich nochmal zocken. Ansonsten nochmal sagen, vermutlich wird es nicht nochmal Let's Played. Zweimal gezockt ist ganz schön, drittes Mal wäre vielleicht auch noch schön in die 3, 4, 5 Jahren, aber, ja, vielleicht 5 Jahre, war. 2020 wohl, war da irgendwas in der Trilogie drin, der Filmreihe, hat das ein spezielles Datum? Nö, war. Egal, mal sehen, wie es weit kommt oder wie es weitergeht hier durch in der Filmreihe von Zurück in die Zukunft. Ein durchaus spannendes Thema und ja, Zeitreise sowieso. Sehr spannend, teilweise ein bisschen paradox und so, aber ich denke mal, das gehört trotz allem dazu. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Let's Play. Bis dahin. Ciao zusammen!